Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Halo. Jetzt haben wir in der letzten Folge mal die Flut kennengelernt. Nicht sehr angenehm. Ebenso wie das Level-Design. Ich doch relativ lange gebraucht habe, um halt den Weg nochmal zu finden. Aber ja, jetzt haben wir eben nicht nur Türen, sondern auch irgendwelche Barrikaden, die wir hochklettern müssen. Okay, weiter geht's. Oh, ihr steht wieder auf. Ein bisschen was Zombiehaftes haben sie ja schon. Na gut, sind sie auch quasi. Du hast keinen Bock, wie mir scheint. Tschüss. So, ja, auch hier Allianz. Keine allzu große Chance gehabt. Ah, wir haben den Aufzug, wie es aussieht. Sehr gut. Dann mal. Ich dachte, wir können raus. Nee, wir kommen noch tiefer rein. Na toll. Aber guter Twist. Habt ihr jetzt auch Waffen? Hm. Ja. Sie haben auch Waffen. War nicht so sonderlich effektiv damit, aber. Na gut, da geht's hoch. Mal hin. Schild, er kommt auch hier hoch. Klar, ich dachte, wir können uns hier ein bisschen ausruhen. Dass wir sie von oben erledigen. Aber das wird so wohl nichts. Oh, ich sehe gerade, munitionsmäßig sieht es auch nicht mehr gut aus. Wechseln wir nochmal bei Gelegenheit. Von euch noch einer was Interessantes? So, das war's dann mit der Munition. Du hast auch, na gut, du hast keine Waffe dabei gehabt, aber da liegt Munition rum. Sehr schön. Okay, dann wechseln wir wohl doch noch nicht ganz. Ein, solange wir noch Munition haben. Okay. So, wir sind einmal unsichtbar. Reicht's, um darüber zu kommen? Nein. Reicht nicht. Quatsch. Hey, ich denke, ich bin unsichtbar. Frech. Gut, aber dafür mit der Munition ist wieder voll. Sehr gut. Okay. Weiter geht's, mal schauen. Ah, okay. Granaten, immer wieder gerne. Hallo? So, du kannst da auch mal weg, Kollege. Gehen wir mal weiter. Weiter. Gut, ich hoffe, das war's mit dir. Ja, mhm. Das ist jetzt ein bisschen offensichtlicher. In Ordnung. Oh. Ich hoffe mal, das war's dann mit euch. Ah, noch nicht ganz. Können wir
damit irgendwas reißen? Ne, tatsächlich nicht. Oh. Das Kleinvieh da? Ja, ja, ist okay. Ist ja in Ordnung. Okay. Dann wieder ab nach oben. Und wo war die Tür da hinten? Sonst scheint hier nichts mehr Interessantes zu sein. Hi. Gesessen. Okay, das ist jetzt auch wieder instabil. Dann gehen wir doch direkt weiter. Nochmal runterfallen brauchen wir jetzt nicht. Das Erlebnis hatten wir schon mal. Okay, weiter geht's. Gegen. Ah, da sind noch mehr davon. Autsch. Da war der Schild weg. Die Granaten haben zu lange gedauert. Haben wir denn jetzt noch... ich glaube, das letzte Mal Leben war zu weit weg, oder? Also wie es aussieht, müssen wir eh nach unten. Ja. Hier geht es nicht mehr weiter. Da können wir halt auch nichts dran ändern. Ich guck mal nochmal kurz zurück, aber ich glaube, da war nichts an Leben rumgelegen. Nee, das sieht nicht so aus. Schade. Na gut, zumindest der Schütter hat sich jetzt wieder aufgebaut, aber... bringt halt nichts, wenn wir danach direkt tot sind. Gut. Dann ab nach unten, würde ich sagen, weil hier ist echt nichts Interessantes mehr. Einzige Tür, die da ist, ist zu. Dann schauen wir weiter. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas an. Eben? Ne, leider nicht. Aber Munition. Nett, aber nicht ganz so gut. Oh. Ey. Stehen bleiben. Einige Türen ausgerissen. Sind wir jetzt da unten, wo das blinkende Ding war? Schätze. Okay. Nächste Tür. Was davon übrig geblieben ist. Hallo. Wo du uns nachher in den Rücken fällst. Hauen wir dich mal schnell um. Ja. Räume sehen alle wieder gleich aus. Ah. Wie es sich anhört. Hallo. Die Musik ändert sich. Kann sein, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Wo kommst du her? Hast du schon, du bist aufgestanden. Warst du noch nicht ganz tot? Okay. Direkt angegriffen. Die Granate hat sich gelohnt.
sehr ungünstig abgeprallt. Andererseits... Jetzt wollen wir mal gucken, wo es hier weitergeht. Erledigt haben wir euch jetzt soweit? Passt? Ah, fuck. Ich wollte jetzt von hinten angreifen. Aber der oben muss das natürlich mitkriegen. Frech. Den ganzen Plan hier zunichte gemacht. Ah, okay. Können wir weiter? Hier haben wir noch einiges an Gegnern. Ordnung. Okay, da ist es wirklich zu. Ah. Prominent beleuchtet. Und hoffentlich leben. Ja. Ja gut. Dass das Spiel da fast wieder weg ist. Shotgun wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne? Ah, ich glaube, mein Schild war halt wieder unten. Okay, gut, haben wir zumindest hier aufgeräumt. Sonst war hier, glaube ich, erstmal nichts mehr. Mhm. Ah, ne, da kamen wir her, tatsächlich. Oder? Sieht hier halt alles gleich aus. Super nervig. Es ist halt auch alles gleich. Kann sich kaum orientieren. Also ich zumindest nicht. Müssen wir doch da durch. Warum sind die jetzt schon kaputt? Na gut. Dann nochmal. Vielleicht erledige ich die jetzt erstmal. Dass sie mir dann nicht mehr so in den Rücken fallen. Hallo? Ach, du kannst da durchhauen. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Schön. Also, ob ich das großartig durchschießen kann. So, dann kann ich jetzt vielleicht mal in Ruhe das Leben einsammeln. Muss da nicht direkt wieder loswerden. Ich habe kurz überlegt, ob ich dich da unten lasse, aber wenn du da hochspringst, dann musst du halt auch mal dran glauben. Selber schuld, sage ich dann. Selber schuld. Gut, hier geht's weiter, wie es aussieht. Sehr angenehm. Das scheint jetzt auch eine zu sein, die bleibt. Endlich. Na gut, die anderen, die haben ja sonst immer geflackert. Von daher wusste man auch schon einigermaßen, worauf man sie einlässt. Ne? Oh. Oh. Au, ja, okay. Das sind zu viele. Ich will doch ein bisschen mehr mit Granaten arbeiten. Wir haben ja noch welche, von daher nutzen wir es doch mal aus. Sehr gut, sehr gut. Ah, nächster auf. Ich hoffe, der geht jetzt nach oben. Irgendwann wollen wir auch wieder rauskommen.
Ich wusste, dass einer an Bord war. Mhm. Sir, Gott sei Dank sind Sie da. Wir irren schon seit Stunden hier herum. Als wir den Kontakt zum Rest verloren hatten, gingen wir Richtung Treffpunkt und dann haben uns diese Dinger überfallen. Wir müssen hier raus. Ein paar hundert Meter von Ihrer Position ist ein Turm. Versuchen Sie, aus dem Nebel und dem Blätterdach zu kommen. Dann kann ich runter und Sie aufsammeln. Okay. Dann versuchen wir das doch mal. Wir haben Kontakt. Hm? Hm. Okay, ich glaube, die Shotgun ist da gar nicht mal so schlecht gegen. Zu wissen? Okay, Jungs. Bin allerdings mal gespannt, wie lange ihr überlebt. Aber zum seit dem Moment eine ganz große Hilfe. Sehr schön. Ach, ihr geht hier schon mal weiter. Gut. Können wir natürlich auch gerne machen. Ah, sonst von allen Seiten. Könnt ihr vielleicht mal hinter mir ein bisschen aufpassen? Danke. Habt ihr euch gerade gegenseitig erschossen? Aber wie gesagt, die KI ist, also gerade für den Marines nicht so das Wahre. Muss ich zugeben, das Spiel ist halt auch schon alt. Das hat ja auch schon seine... Ich weiß nicht, ob die halt bei dem Remake hier, dem Remaster, sie auch die KI verbessert haben. Okay. Ich hatte den Eindruck, das war's mit meiner Crew, oder? Jo. Die hat jetzt die Ziele. Okay, dann kämpfen wir es nochmal alleine durch. Oh. Noch nicht. Ja, es sind wieder Verbündete da. Ach, habt ihr Drohnen geschickt? Natürlich, das ist halt auch okay. Hilft ja auch so ein bisschen. Obwohl. Ja, braucht doch schon relativ lang, um sowas zu erledigen, ne? Ja, gerade die größeren. Aber besser als gar nichts. Besser als gar keine Hilfe. Guten Tag, ich bin der Illuminat von Einrichtung 04, 343 Guilty Spark. Jemand hat die Flak freigesetzt. Ich soll dafür sorgen, dass Sie innerhalb dieser Einrichtung bleiben. Ich benötige Ihre Hilfe. Bitte, hier entlang. Wir müssen den Index mitnehmen, bevor wir die Einrichtung aktivieren können. Ah, ich bin ein Genie. Okay. Oh, dann schauen wir uns hier in der Bibliothek mal noch ein bisschen um. Ah. Auch hier ist die Flut angekommen, die Flat angekommen. Hm. Ich dachte, wir wären hier einigermaßen sicher. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Das sieht so aus, als würde es explodieren. Ja. War zu erwarten.
Okay, dann gucken wir vielleicht hier so ein bisschen eindämmen können. Okay, mal schauen, was es wird. Ich denke, wir können die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.